الله أكبر Jetzt haben wir schon 8:30. Ich bin schon ein bisschen auch im Bett geblieben, ein paar Krypto-News geguckt. Das ist wirklich interessant. So, jetzt mach ich mal Kaffee. Diesen Aufgusskaffee. Was anderes habe ich ja nicht. Ja, heute ist Feiertag hier. Keiner arbeitet. Es gibt da trotzdem ein paar Kollegen beschäftigt. Ich weiß nicht, weil die Tür offen steht. Ja, das ist ja eine dieser Putzkolonnen. Die haben diese Farben an. Ansonsten ist es richtig kalt geworden letzte Nacht. Aber es ist super angenehm zum Schlafen. Denn in einer Temperatur von 16, 17 Grad habe ich schon lange nicht mehr geschlafen und ist richtig geil. Ja, die Zeit vergeht schon wieder. Das haben wir schon wieder. Was haben wir denn überhaupt? 20 nach 10. So, ich habe jetzt den Telefonvertrag verlängert. Für einen Monat. 28 Tage sind das immer nur komischerweise. 2 Gigabyte und 30 Minuten Telefon. Für knapp 14 Dollar. Das dürfte ja erstmal reichen. So, jetzt muss ich gleich mal duschen gehen. Ein bisschen durch die Gegend latschen. Ich schneide gerade noch das Video zusammen. Ich hoffe, die sagen mir Bescheid noch heute im Laufe des Tages, obwohl das ja ein Feiertag ist, wann ich denn wo morgen aufzuschlagen habe. Es sieht so aus, als müsste ich zum Falcon Headquarter, was hier in Abu Dhabi ist. Da stand noch irgendwo im Kleingedruckten da in der Mail. Aber wann? Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, da morgen um 6 Uhr hinzufahren und dann geht das erst um 10 Uhr los. Ja. Es wird langsam wärmer auch hier drin. 22 Grad. Alexa, Weather. Schon 26. Echt, sieht so kaputt aus, Mann. So, gib mal ein kleines Frühstück hier zum. Das ist einfach nur Toast mit Käse wieder. Heute Morgen haben die hier die Wohnung sauber gemacht. Jetzt habe ich hier gerade den Mitbewohner, der meinte, ey, das wird hier dreimal in der Woche sauber gemacht. Dreimal in der Woche kommen die rein, putzen das ganze Haus, inklusive Toiletten, alles. Ey, da muss ich mir echt überlegen, ob ich mir eine eigene Wohnung nehme oder ob ich tatsächlich die Hälfte oder etwas über ein Drittel meines Gehaltes einfach hier aufwende. Ich glaube, so läuft das. Denn da muss ich nie sauber machen. Ich habe immer Kollegen am Start und Alkohol gibt es auch. Wird sogar geliefert. Keine einzige Wolke am Himmel. Auch wieder nicht viele Leute unterwegs, außer die Leute, die hier sauber machen. Ich weiß nicht, warum die hier dreimal in der Woche die Wohnung sauber machen müssen für einige. Verstehe ich nicht. Aber es gehört wohl dazu. Ja, also das, je nachdem, wie sich das darstellt mit der Bezahlung und so weiter, ne? Das ist natürlich ein ziemlich guter Deal auch für Falcon. Die haben hier das ganze Areal sowieso, hier mit Hausen, mit Wohnungen und so weiter. Und dann ziehen die einfach die Hälfte vom Gehalt ab und dann kannst du hier wohnen umsonst. Ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte ist, aber es ist knapp dran. Das Gehalt, das setzt sich ganz komisch zusammen mit, also Grundgehalt, ne, das kriegst du auf jeden Fall auf dein Konto irgendwie, aber da wird dann auch abgezogen, was ich hier dann irgendwie für an Getränken, hab ich ja gestern rausgefunden. Und dann ist halt die andere Hälfte, ist halt Transport, Telefon, Housing und so weiter. Und dann bleibt hinterher nur die Hälfte übrig. Es war immer noch steuerfrei. Also immer noch mehr dann als auf Hawaii oder so. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Aber hier geht dann auch immer ein Bus zur Arbeit und so weiter. Direkt vor der Haustür. Da musst du dich wirklich um gar nichts kümmern. Außer, dass du pünktlich am Bus bist. Ja, das wird mir morgen von der HR-Tante wahrscheinlich hoffentlich alles gesagt. Und ich hoffe, die meldet sich wirklich heute noch und sagt mir, wann ich da sein muss.
Ansonsten weiß ich auch nicht. Fahre ich da einfach hin, ne? Irgendwann. Ah, ja. Sehr, man hört tatsächlich morgens um, ich glaube kurz vor 8 war es heute, diesen Prayer, diesen Gebetssound. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer und fast schön zu hören, wenn man das mit dem Hahnengeschrei aus Hawaii vergleicht. Ja. Ja, ansonsten ist es hier tatsächlich ab vom Schuss. Hier gibt es in der Nähe überhaupt gar nichts. Also ich habe auch gestern gehört, ja nee, zum Supermarkt laufen, das geht irgendwie nicht. Da muss man sich schon ein Taxi nehmen oder sonst irgendwas. Oder halt einen finden, der ein Auto hat. Denn hier ist ja wirklich nichts. Autobahn hier. Und die Sonne, die brennt. Auch im Winter. Ich habe mir gerade noch mal den Stundenplan geguckt. Ne? Morgen HR Introduction. Den ganzen Tag oder was? Donnerstag HUET 9 Uhr GCAA OFL. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich habe mal nachgeguckt, was HUET ist. Ey, das ist Helikopter Underwater Escape Training. Ey, was? Also das, da wird man ins Wasser geschmissen. In so einem Helikopter und da muss man da rauskommen, ha? Ja, sowas habe ich noch nie gemacht, Mann. Könnte aber ganz interessant werden. Je nachdem. Ja, am Freitag ist das Initial Medical Mediklinik in Dubai um 10 Uhr. Und da fahre ich ja 1,5 Stunden von hier. Das muss ich, wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Ja, und dann habe ich 2 Tage frei hier, Wochenende, Samstag, Sonntag, komischerweise. Und dann ist direkt am Montag Airlaw Examination und ELP Examination. Da habe ich mal nachgeguckt, was ist ein ELP? Das ist English Language Proficiency. Ich dachte, da werde ich nicht mehr überprüft. Was steht da auf meinem Dings drauf? Muss ich auch noch einen Test machen. HUET LMS Company Authorization. Ich muss alles nachgucken, was ist. Das habe ich noch nie gehört. LMS? Was ist denn das schon wieder? Das Trainingszertifikat ist 4 Jahre gültig. LMS. Underwater. Naja, auf jeden Fall wird das wesentlich spannender als gedacht. Und noch hat es noch keiner gemeldet. Wir haben jetzt mittlerweile 20 nach 1. Und ich bin gespannt, ob sich noch jemand meldet. Ich meine, morgen ist ja nur HR. Ich meine, das kann ja nicht irgendwie den ganzen Tag dauern. Und ich bin immer noch nicht mit der ersten Lernunterlage Airlaw komplett durch. Ich habe erstmal gereviewt, was ich gestern gehabt mir angeguckt habe. Jetzt bin ich hier auf Seite 10. Jetzt kommen noch 16 und dann kann ich mich ja nicht den Fragen widmen. Ich meine, das ist ganz interessant aufgebaut hier, ne? Also das in Blau, das sind immer so diese Schlagworte und das ist schon interessant unterschiedlich. Dass wenn man 20 Tage am Stück krank ist zum Beispiel, dann verliert man nicht sein Medical, sondern die komplette Lizenz. Also die wird suspended, die verliert man nicht, aber... Ja. Interessant. Oh, ich komme nicht weiter mit diesem komischen Erklärung, Study Guide. Aber ich gehe mir jetzt gerade die Fragen mal durch, hier mit dem iPad. Jetzt sehe ich hier gerade, hier wird irgendwas für... irgendwelche Früchte oder sowas bereitgestellt für was weiß ich. Also hier gibt es unheimlich viele Katzen. Da muss man aufpassen, dass sie nicht mit in die Wohnung kommen. Aber die werden ja auch umsorgt scheinbar. Sind Katzen ein Ding hier. Kann natürlich sein, dass es für die Katzen ist, aber warum man das jetzt hier mitten in die Sonne stellt, weiß ich auch nicht. Ja, die Zeit vergeht. Und ich komme nicht vorwärts. Ah, da sitzen sogar auch 2 Katzen am Pool und trinken das Wasser. So doll geklort kann es ja da nicht sein.
wenn überhaupt was drin ist. Oh, so ist mich drum draußen rumgelaufen mit meinem iPad. Habe mir so ein paar Fragen angeguckt und da kam zweimal ein Motorradfahrer vorbei. Ja. Talabat. Das soll eine App sein, habe ich vorher schon mal gehört von irgendjemandem. Da soll man Essen bestellen können. Ich glaube, das checke ich mal. Denn ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe so komische Müsliriegel noch gehabt, aber das reicht ja nicht. Ich glaube, ich sollte mal was Anständiges essen. Ich gucke jetzt mal, ob ich da jetzt nicht was bestellen kann und wie das funktioniert. Also man kann sich scheinbar nicht essen und Groceries, also Supermarktsachen, gleichzeitig bestellen. Jetzt habe ich mir erst ein paar Groceries bestellt. Milch, Wasser, Bananen, Salami und sowas. In 20 bis 30 Minuten ist er da. Ich habe meine deutsche Kreditkarte dafür benutzt, denn die amerikanische macht immer irgendwie Probleme. Da muss ich natürlich demnächst mal was auf mein deutsches Bankkonto packen, denn ich muss ja gucken, ob da noch was Geld drauf ist. Ja, auf jeden Fall ist er in 20 bis 30 Minuten hier. Und dann, was habe ich noch bestellt? Ach ja, Butter. Orangensaft. Ja, und jetzt muss ich noch gucken, ob ich noch was zu essen bestelle. Normalerweise kostet das was, es liefern zu lassen, aber die erste Order ist frei. Und dann kann man den Fahrer direkt hier tippen. Ich weiß gar nicht, wie viel Tipp da angebracht ist. Die Optionen waren 2 Hashi, die Währung, oder 4. Das wäre ja ein Dollar. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr gegeben. Der fährt hier mit seinem kleinen Moped durch die Hitze, ne? Für einen Dollar-Tipp. Ist ein bisschen arm, oder? Ja, jetzt muss ich tatsächlich Delivery zahlen. Ich habe ja auch noch was zu essen bestellt. Jetzt kommt der Hassan vorbei. Und dann kommt auch noch der Duran vorbei. Und bringt mir Essen. Da habe ich aber 10. Das kostet 11 Dollar irgendwie. Und zwar Hühnchen mit Pistaziensoße auf Reis. So was sage ich auch nie. Ich bin mal gespannt. Mittlerweile haben wir, was haben wir denn, 3 Uhr. Jetzt kommen hier Sachen aus dem Supermarkt an und ein Essen. Ich bin mal gespannt. Es kostet 8, nochmal sonst was. Alexa, 9 Dirham in US-Dollar. Alexa, 9 AED in US-Dollar. Gott. Alexa, 9 AED in US-Dollar. Gott, gerade hat es gebackt bekommen. Ja, Delivery kostet hier 2,45 Dollar. Und dann kann man den tatsächlich, also 9, 4 Tipp geben und damit sind sie zufrieden. 4 AED Dirham. Das ist ja weniger als ein Dollar. Naja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Man kann sich da so eine zusätzliche Karte bestellen. Dann muss man, die kostet was, 35 Dirham oder so. Und dann muss man nie Delivery bezahlen. Ich bin mal gespannt, wie oft ich das benutze. Talabat. Nie gehört. Aber die fahren die ganze Zeit rum. Mal gucken, ob man die auch tracken kann. Aber der müsste mich eigentlich finden. Die App, ja, die sieht genau, wo du bist. Und dann findet der dein Phone mehr oder weniger. In 11 Minuten ist er da. Man sieht dieses kleine Motorrad auf der Karte zu einem. 11 Minuten kommt er mit den Groceries. Das Essen wird auch erst zubereitet. Das ist erst eine halbe Stunde da. Ich bin gespannt. Stehe ich mir vor die Tür und warte auf den. Die verdienen 35.000 AED Dirham im Jahr. So ein Rider. Und angeblich
kriegen die den ganzen vollen Amount auf Tipps. Aber Leute bevorzugen es, den Fahrer direkt ein Trinkgeld in die Hand zu drücken, weil die den ganzen hier immer nicht trauen. Und da meinten die ja per Default, ja, also die Grundeinstellung ist, man tippt dem 2 AED, was 50 Cent ist oder so, 60 Cent. Und da meinten die, ey, das gab's ja noch, ich hätte beinahe aus Versehen getippt, obwohl ich das gar nicht wollte. How far get does this greed go? Da machen die Leute einen mega Aufstand, weil die aus Versehen fast 50 Cent getippt hätten. Greed, was ist das? Gier. Er spricht überhaupt kein Englisch. Er ist gerade hier vorgefahren. Der ruft an, wenn er vor der Tür steht. Und dann drückt er dir das in die Hand. Und dann fährt er wieder. Da steht er. Super geil. Ich hoffe, der kriegt den Tipp. Ja, und hier, da stehen die Sachen. Ich bin gespannt, was der geliefert hat. Das ging ja schnell. Krass, Mann, das ist eingepackt. Nicht nur in Tüten. Sondern zusätzlich noch. Und so gesagt haben wir. Ist ja Wahnsinn. Das ist nämlich wirklich Service, Mann. Meine Salami sieht ein bisschen komisch aus. Mal gucken. Muss ich mal probieren später. Aufs Toastbrot, was ich noch habe. Ach, das sind auch noch zwei Packungen, Mann. Na gut, die Gas scheinbar nur ein Zweierpack. Was ist das hier? Ey, da gibt's auch noch ein Eispack. Ja, und so. Ey, was? Ist ja Wahnsinn. Ich packe das jetzt mal komplett aus. Also mit Trinkgeld, ja, habe ich dafür 65,3 AED bezahlt. Das sind 17 Dollar und 78 Cent, also 18 Dollar. Und dafür habe ich bekommen 6 Flaschen Wasser, Milch, 1 Liter, Butter, dann diese Salami, ich weiß gar nicht, warum ich davon 2 habe, Bananen und so kleine Orangensaft-Dinger. Denn der frisch gepresste Orangensaft, get ready. Ah, das Essen kommt jetzt gleich auch. Ja, und das war dann richtig geil eingepackt hier. Ich weiß nicht, das ist Einweg oder was? Das scheint Einweg zu sein. Die kann man nämlich nur einmal zukleben. Und dann waren noch ein Eispacks drin. Und der war innerhalb von einer Viertelstunde war der hier. Okay, jetzt gleich kommt der nächste mit dem Essen. Der war noch 5 Minuten früher da als angekündigt. Hier mein Essen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das ist und was ich da für 11,75 Dollar bestellt habe. Also ist jetzt nicht übermäßig viel und ich habe eigentlich gesagt, ich brauche kein Besteck. Aber ja, das ist es. Pistaziensoße. Also ich hatte noch nie Pistaziensoße. Kann man essen. Glaube ich. Ist auf jeden Fall super heiß. Das ist Chicken. Mhm. Schmeckt auf jeden Fall orientalisch. Chicken ist gut. So ein Reis hatte ich auch noch nicht. Der ist irgendwie ziemlich lang. Aber schmeckt gut. Sind jetzt keine amerikanischen Portionen, aber ist lecker. Okay, das war die erste richtige Mahlzeit nach dem Flugzeugessen. Das, also Talabat, ja, das ist so eine Lieferfirma. Die kriegt halt 10-15% Provision. Und man kann aber bei allen Restaurants und so weiter bestellen, inklusive Pizza Hut und Burger King und hast du nicht gesehen. Und ja, das hier war jetzt Diet Chibo
Healthy Food. Und es war richtig lecker. Also, das war jetzt nicht übermäßig, aber genau ausreichend. Und da werde ich nochmal was bestellen. Ich meine, $12, das ist jetzt nicht super teuer. Also hätte ich in Hawaii wahrscheinlich das Doppelte bezahlt. Boah, das war lecker. Und das hatte so einen, wirklich so einen Pistazien-Geschmack. Aber jetzt nicht aufdringlich. Boah. Ja, und seitdem ich hier bin, ja, das ist ja jetzt schon 2 Tage oder so, ich war noch immer noch nicht auf dem Pott. Seit ich Hawaii verlassen habe, keine Nummer 2. Ist schon 4 Tage her. Also, wird Zeit. So. Es ist 5:20. Kurz vor 5:30 geht ja offiziell die Sonne unter. Das heißt, jetzt gleich. Offiziell, angeblich, ist es noch 27 Grad. Das stimmt aber nicht. In meiner Bude ist es ziemlich kalt. Die Klimaanlage habe ich zwar ausgemacht, aber bis sich es da aufwärmt, das dauert immer. Überall Katzen. Das sind nicht gerade die hübschesten Katzen hier. Bis sich da aufwärmt, das dauert immer. Denn im ganzen Haus laufen ja die Klimaanlagen. Hier ist die nächste Katze. Sieht genauso hässlich aus. Aber irgendeiner, der füttert die halt. Oder alle füttern die hier. Hier ist die nächste Katze. Die sieht ja wenigstens mal einigermaßen aus. Auf jeden Fall gibt es hier ohne Ende Katzen. Und irgendwas brennt. Und da ist die nächste. Also, mir geht es auf jeden Fall über Katzen. Ich bin ja nicht unbedingt der Katzentyp. Man könnte sogar fast sagen, ich hasse Katzen. Nein, das würde ich aber nicht sagen. Naja, auf jeden Fall bin ich mit den Lernunterlagen nicht wesentlich weitergekommen. Aber mit den Videos bin ich up to date. Und für diesen Prayer-Song, den ich da bei dem Video gestern hochgeladen habe, direkt Copyright Strike von YouTube. Obwohl das ja, glaube ich, ein offizieller Prayer ist. Das ist genauso wie jemand das Vater Unser einfach für sich beansprucht als Copyright-Inhaber. Voll lächerlich, habe ich erstmal disputet. Da hat er jetzt 30 Tage Zeit zu antworten. Und da bin ich mal gespannt. Natürlich wird das Video nicht monetized, kriege ich also nichts für. Das ist natürlich mal wieder fantastisch. Aber ist mir egal. Ich habe es trotzdem hochgeladen. Für das Video heute habt ihr ja gesehen, ist ein anderer Prayer drin. Anderer Song. Fürs Intro. Gucken, ob ich da auch wieder Probleme hatte. So, ja, da hinten sieht man den Tempel von hier aus noch. Weiß ich nicht, ob man den sieht. Scheint gerade schön die Abendsonne drauf. So, jetzt laufe ich hier nochmal zurück. Und dann geht es wieder an die Lernunterlagen. Ich weiß immer noch nicht, wann ich wo morgen irgendwie hin muss. Wahrscheinlich rufen die morgen an und sagen, Captain Knipping, where are you? Ja, hätten sie ja Bescheid gesagt, ne? Gestern hat der Grieche, der wollte hier für 5 Jahre arbeiten, der Ingenieur, ja, für Falcon. Der ist jetzt im 11. Jahr. Und der hat ein Schedule, 6 Wochen arbeitet er und dann hat er 6 Wochen frei. Und gestern, das war sein letzter Tag der 6-Wochen-Schicht. Das heißt, er ist jetzt für 6 Wochen, ich glaube, in Griechenland wieder, bei seiner Familie. Der hat Frau und Kind. Über Weihnachten und Neujahr und so weiter. Ja, und die Frau, die will hierher ziehen, aber er will das nicht. Der will aber jetzt hier nicht unbedingt nochmal 11 Jahre lang bleiben. Er ist noch relativ jung. Ich glaube, 40. Unter 40 oder so. Naja, der hat mir auf jeden Fall erzählt, Mietauto kostet hier so 600-700 Dirham. Und das wären ja $200 oder so. So eine kleine Karre. Könnte man sich natürlich überlegen, wenn man sich hier ein Mietauto nimmt. Das Ding ist, mit einem deutschen Führerschein, solange ich auf dem Touristenvisum bin, und das bin ich ja jetzt zurzeit noch, kann ich hier im deutschen Führerschein rumfahren und auch Autos mieten. Sobald ich Resident-Status habe, den ich ja bald bekomme, ist der deutsche Führerschein automatisch ungültig und dann muss ich hier zum Amt und muss ein
arabischen Führerschein beantragen. Das geht rucki zucki, den kannst du direkt mitnehmen. Du musst auch keine Führerscheinprüfung machen und gar nichts. Musst du halt nur irgendwie ein paar Sachen einreichen. Und dann habe ich einen arabischen Führerschein. Und einen deutschen und amerikanischen. So witzig, oder? Mache ich natürlich. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich mir tatsächlich ein Leihauto nehme. Oder ob ich hier erstmal weiter mit dem Bus und Bahn fahre. Mit dem Auto, da käme man natürlich mal ein bisschen rum, ne? Wäre eine Maßnahme. Muss ich ja jetzt nicht durchgehend machen, aber mal sehen. Also, ich habe gerade mal den Supervisor der Fahrflotte angetextet. Das geht ja hier alles über WhatsApp. Ob der irgendwie irgendwas weiß über einen Transport für mich zu HR morgen früh. Denn der Kollege hier meinte, ja, die machen um 8 Uhr auf. Du bist am besten mal um 8 Uhr da. Dann habe ich doch mal die Karen angeschrieben, habe gesagt, weil vom Sam kam nichts. Good evening, Karen. This is Benjamin, I have my first day tomorrow, bla bla bla. Ne? Und so, ich weiß, was ich habe morgen, aber nicht wann. Es wäre cool, wenn ich da irgendwie Bescheid käme. Und dann kam zurück. Hi, Captain. Good evening, HR will reach, bla bla bla. Also, die werden mich kontaktieren. Und most likely around afternoon. Ja, das ist ja nice. Und das heißt ja, dass ich nicht unbedingt um 6 Uhr aufstehen muss. Das kommt nämlich in den nächsten Tagen auf jeden Fall auf mich zu. Wenn ich dieses Training habe und diese medizinischen Untersuchungen über die nächsten 2 Tage. Das geht nämlich um 9 Uhr los und dafür muss ich auch nach Dubai. Dubai. Sag mal, Dubai, ne? Nicht Dubai. Ist auch egal. Auf jeden Fall muss ich da früh raus und morgen. Scheinbar nicht. Jetzt hat mich gerade der Mr. Sam auch noch angerufen und auf meine Textnachricht geantwortet. Er hat auch keine Ahnung. Der hat versucht, HR zu erreichen. Dem haben die gar nicht geantwortet. Da kommt wohl heute Nacht noch ein weiterer Pilot. Und der hat die Introduction morgen auch. Also wir machen das scheinbar zu zweit alles. Aber der kommt erst heute Nacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der hier das zweite Zimmer nimmt und dass ich mit dem mir dann das Bad teile, wo ich mich schon breit gemacht habe. So lang kann es nicht sein. Naja, auf jeden Fall kommt da noch einer und im Laufe des morgigen Vormittags kriegen wir Bescheid gesagt. Weil wir können, das Headquarter von Falcon ist auf dem Flughafen. Gelände. Und man kommt dann nur hin, wenn man einen Pass hat. Also einen Zugangspass. Und den kriegt man nicht so einfach. Den muss man erst beantragen und so weiter. Das heißt, wir kommen gar nicht zum HR-Gebäude ohne diesen Zugangspass. Den müssten die erstmal organisieren. Und da jetzt Feiertag und alles war, haben die es noch nicht gemacht. Aber der fährt einen Bus nach HR oder eine Transportmöglichkeit um 8, um 9, um 10, um 11. Naja, auf jeden Fall kümmern die sich morgen früh drum. Ich bin mal gespannt, ob der Pilot, der hier auftaucht, tatsächlich hier noch einzieht. Was ich mir sehr gut vorstellen kann. Wir haben mittlerweile, was haben wir denn? 7:05. Vielleicht schaffe ich es noch wenigstens, die eine Unterlage hier, die ich immer noch bearbeite, mal durchzugehen. Mit ein paar Fragen. Das sind noch nicht mal aktuelle Fragen. Und den zweiten, das wollte ich auch noch durchgehen. Ich wollte mir auch noch einen Film angucken. Neue coole Filme draus. Und es sind noch 2 Folgen von Special Ops Linus raus. Wollte ich auch noch einen gucken. Ah, wir haben noch früh. Also vor 10, 11 Uhr gehe ich hier nicht ins Bett. Mold. Aber mal sehen. Ja, der kocht jeden Abend, Mann. Und das riecht jedes Mal super lecker. Ich glaube, das sind beides Inder. Kochen können sie ja. What's the time? The time is 8:38 p.m. 8:30. Ich bin super müde. Ich bin jetzt gerade die Fragen durchgegangen vom zweiten Dokument. Das wollte ich eigentlich noch zu Ende machen. Aber ich bin so müde. Ich lege mich jetzt einfach hin. Wenn ich einschlafe, dann schlafe ich ein. Ja.
Das war's für heute. Mal gucken, ob morgen mal was Spannenderes passiert. Zumindest lerne ich mir das Headquarter kennen. Und eventuell den zweiten Piloten, der hier kommt. Wenn das stimmt. Mal sehen. Gute Nacht.